willkommen bei Hart wie Stahl, die Panzerschrauber aus dem Harz. Eine neue Folge mit einem neuen Projekt steht an. Hinter uns unser BTR-40, ein Bodenfund. Und mit diesem BTR-40 steht ein Umzug bevor. Das heißt also, wir wollen das Fahrzeug versetzen, was sicherlich nicht ganz einfach ist, weil er ist nun mal im Bodenfundzustand. Es darf nichts passieren, er darf nicht kaputt gehen. Und ja, das ist unser Projekt und mal gucken, ob das was wird. Hier nochmal das gute Stück in seiner Pracht. Ja, es ist ein BTR-40 aus den 50er, 60er Jahren. Ist nicht mehr viel los mit, aber es ist ein Relikt zeitgenössischer Geschichte. Und ja, hier wo der bei uns steht, da geht er ein bisschen unter. Es ist ja so ein bisschen, ja, der Traum eines jeden Panzerfans ist es ja, so ein Fahrzeug mal auszugraben oder so. Und wir finden ganz einfach, er hat eine Geschichte und damit die besser zum Vorschein kommt, muss er umziehen. Weil hier hinter Stacheldraht kommt er gar nicht so schön zum Vorschein. Er wirkt hier im Wald in dem dunklen Loch ein bisschen versteckt. Und wir haben eine viel bessere Idee, wo er einen wunderschönen Platz findet. Aber wie gesagt, der Umzug wird nicht einfach. Er muss nämlich eine ganze Strecke zurücklegen. Damit wir einen Umzug durchführen können, brauchen wir natürlich Hebetechnik. Dafür ist die Haubitze nicht geeignet. BMP ist auch nicht so. Guten Morgen, Janine. Morgen. In Sachen Hebetechnik ist Janine auch nicht geeignet. Nein? Nein. Nein. Gucken wir mal weiter. Ja, Bagger ist nicht schlecht. Aber man muss ja auch sagen, die Karosse vom BTR-40 wiegt ja mindestens 2 Tonnen. Und da ist der Bagger auch noch zu schwach für. Und was wäre besser geeignet für schwere Hebearbeiten als unsere gute Bat? Das ist er. Und die Bat hat ja einen 2-Tonnen-Kran. Und mit diesem Kran könnten wir es probieren. Aber es wäre ja zu schön, wenn es einfach wäre. Es gibt nämlich ein kleines Problem mit diesem Kran. Unser Plan besteht nämlich darin, den BTR-40 an einer wunderbaren Stelle zu positionieren, damit unser Freigelände erweitert wird, beziehungsweise in dem Projekt Erweiterung Freigelände. Oh, Panzerstrecke und ja, hier wo schon gebuddelt ist, da entsteht demnächst noch etwas, aber das seht ihr in einer weiteren Folge und das wollen wir nicht verraten. Hier ist unser symbolisches Soldatengrab und genau, ja, Finger, da unten hin, am Ufer unseres Teiches soll das Wrack hin des SPWs. Und dann gibt es nämlich hier ein wunderschönes Szenario, beziehungsweise ein Themenpark ist hier geplant mit dem zerstörten BTR, unser symbolisches Soldatengrab. Und ja, was hier hinkommt, das bleibt noch geheim. Ja, Steffen, ich habe unseren Zuschauern gerade erzählt, was der neue Plan ist mit dem Umzug unseres BTR-40. Ich habe auch schon den Leuten erzählt, dass wir dazu Debatten nehmen werden. Was sagst denn du dazu? Die Bat, würde das funktionieren oder beziehungsweise was müssen wir auf tun? Du meinst den Schützenpanzer umzusetzen damit? Genau, mit dem Kran von der Bat. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich denke, warum nicht? Ja, das ist ein kräftiges Fahrzeug. Der Kran hebt 2 Tonnen. Also sollte das schon funktionieren, ja. Hydrauliköl mal aufkippen und dann... Den Kran haben wir aber noch nie probiert. Mhm. Kannst du den Kran bedienen? Ah. Selbsterklärend. Ja, also die Problematik ist halt darin, dass wir das noch nie probiert haben. Genau. Ne, wenn ich das so richtig verfolge, war auch das Hydrauliköl komplett runter von der Krananlage. Ne? Ja. Das heißt Hydrauliköl drauf, denn wenn das denn funktioniert, richtig, ein bisschen Trockenübung und dann geht es los mit Umzug XXL. Richtig. Super. Na, dann gucken wir mal. Janine, was hast du denn hier Schönes? Ich habe zweimal Hydrauliköl, weil wir wollen das gerne auf die Bat aufkippen. In der Hoffnung, dass der Kran dann auch funktioniert. Meinst du, der Kran wird funktionieren? Ja, warum denn nicht? Hat hier schon mal einmal was nicht funktioniert? Nein. Nein, war nie so sarkastisch. Also, Hydrauliköl, ruf auf die Bat und dann geht's los. So, geschmeidig wie eine Baumnatter ist unsere Janine schon ruf auf die Bat. Wir haben es extra nicht gefilmt. Und jetzt machst du Hydrauliköl? Genau. Auf der komplette Tank, der müsste voll sein. Also zumindest, was habt ihr jetzt heißt, bis wohin? Ja, bis genau,
Da ist so ein, hinter dieser Verkleidung, dort hinter, da ist quasi ein Geber oder ein Fühler. Das heißt, wenn bis dahin das Hydrauliköl nicht steht, dann funktioniert schon mal die ganze Krangeschichte nicht. Steht hier drauf da jetzt? Jawohl, erstmal drauf und bis halb voll. Gluck, gluck, gluck. Wir sind durstig, der Kleine, ja? Wir sind durstig, ja. Steff ist auch schon wieder auf dem Weg. Und Janine gießt immer noch. Gut, dass man ein bisschen Brust hat, ja, da kann man die auch schon ablegen. Super. Bist du gespannt, Janine? Mhm. Ich auch. Das funktioniert, das wäre echt geil. Gut, wir haben jetzt Hydraulik aufgekippt. So, und jetzt wollen die Jungs mal hier probieren, ob Lacran hier auch funktioniert. Trockenübung. Die Kran. Janine, Peter ist da. Ja. Was macht der Bad? Ja, Hydrauliköl, wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, hilft noch nicht. Ja, jetzt haben wir Peter wieder ein Stützchen mit seinem Monster einmal. Okay, also kurz gesagt, bei der Bad fehlt noch Hydrauliköl, um den Kran zu betreiben. Wir haben welches bestellt, aber Peter brauchen wir trotzdem. Warum zeigen wir uns? Unser Peter ist vor Ort, um uns wieder mal zu helfen. Wenn Peter da ist, brauchen die anderen nichts mehr tun. So. So sieht's aus. Warum ist Peter da? Ich erkläre es kurz. Und zwar, unser BTR 40 muss ja erstmal aus seiner Ecke rausgehoben werden. Selbst wenn unsere Bad funktionieren würde. Oh, jetzt piepst. So, die ersten Schaulüstchen sind auch da. So, warum Peter? Also, Steffen, erklär mal, warum ist Peter jetzt hier? Weil die Bad noch nicht betriebsbereit ist, also da fehlt uns noch ein bisschen Hydrauliköl und das mit der Auslage von der Bad für den Kran ist ein bisschen grob schlechter als genau, also ich hätte auch gedacht, dass wir Peter sowieso erstmal geholt hätten, um den BTR hier rauszuheben. Ja, warum nicht die Bad an dieser Stelle? Also wie der Chef gesagt hat, sie funktioniert noch nicht, beziehungsweise der Kranbetrieb, das können wir vielleicht hoffentlich morgen beheben. Peter hätte so und so geholt, weil wenn die Bad hier reingefahren wäre, erstmal wäre mein englischer Rasen kaputt gegangen und zweitens, die Bad hat ja nur einen Kran in einer bestimmten Länge. Das heißt, er ist nicht teleskopierbar. Wir hätten also, damit man den BTR mittig hochhebt, so weit zurückfahren müssen, dass der Kran mittig oben ist. Und dann hätten wir nur die Chance gehabt, nach links und rechts zu schwenken. Da wären aber definitiv die Bäume im Weg. Peter kann ja seinen Kran ausfahren, den SPW hochheben, rüber zu sich holen und hier abstellen. Das kann die Bad nicht, darum haben wir Peter, wir hätten ihn so und so geholt. Und ja, dann machen wir heute diesen Teil und ich hoffe, morgen läuft der Kran, oder? Na klar. Ja, na, zu kämpfen. Ja, zu kämpfen, der Kran. Doch schwerer wie gedacht. Mein Gott. Aber ist ja auch
Panzerstahl und naja, so dünn ist auch nicht. Ja, das Rad ist abgefallen. Mach da nicht so viel Gewicht rein. Steffen, führe mal ein bisschen bitte. Sonst kommt er gegen unsere schöne Grenzanlage. Ja, ist doch schwerer, ja? Ob das die Batman schafft, müssen wir sehen. Schöner BTR 40, ja. Auch ein schönes Fahrzeug, ja, Steffen? Aber fahrbereit. Nächster Fahrschüler morgens 12 Uhr. Ob den die Bat schafft, Steffen? Meinst du? Ich sag mal. Aber so ein Schiebeschild von der Bat ist doch auch schwer. Ja. Wie das? Vorsetzen? Weiß ich nicht. Das unser U-Boot. Die letzte Reise des SBW. Gleich geschafft. Und dann der Plan für morgen, Janine. Erzähl mal, was machen wir morgen Schönes? Nein, Drosten mal vorbereitet machen. Der war gut. Ja, die das auch. Haben wir zu heute geplant. Du sollst sagen, was wir morgen vorhaben. Na, die Bad dann soweit mit Hydrauliköl auffüllen und dann den Kleinen an Ort und Stelle hinbringen. Nach okay. Oahama Beach. Verrat unseren Zuschauern nicht so viel, was wir hier bauen. Den ostdeutschen Oahama Beach. Ja. Leicht geschafft, Junge. Jawohl, sieht doch gut aus. Da kommt der Tempel. Mario, wie sieht's aus? Was meinst du? Ja, da hängt schon ganz gerade, ja? Welche Kette muss nachgehen jetzt? Du musst erstmal die durchziehen. Wollen wir mal natürlich erstmal so ausrichten, dass die Kette dann immer schon gerade hängt? Und los geht die Reise! Thank you.
Schon mal sein bisschen näher. Ja. Janine, was machen wir jetzt? Erzähl mal unseren Zuschauern, was ist jetzt der Plan? Ja, wir wollen jetzt mit der Bad M zu den SPW fahren und den mit unserem Kran dahin setzen, wo hin gehört oder hin soll. Okay, ja, dann gucken wir mal, ob das was wird, weil den BTR 40 haben wir da oben schon hingestellt, neulich mit dem Radlader. Mario, warum hat man vorher den Radlader genommen und jetzt können wir die Bad nehmen? Ja, also vorher hast du ja selbst Hydrauliköl aufgefüllt auf der Bad. Wir haben alles probiert, der Kran hat nicht funktioniert. Damit wir erstmal weiterkommen, habe ich gedacht, okay, damit das Ding erstmal hier hochkommt und vorne aus dem Weg, nimmst du unseren guten alten Hanomag-Radlader. Wie ihr gesehen habt, haben wir es ja hier mit hier hochgezogen. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich hier einen Cut machen, damit der Film jetzt auch ein Ende hat, weil ich erstmal gar nicht wusste, wie es weitergeht. Jetzt ist das Wunder von Benningenstein passiert. Ein guter Freund hat unsere Bad nachgeschaut und den Fehler gefunden, warum der Kran nicht ging. Das heißt, der Kran funktioniert jetzt. Und ob das jetzt wirklich gut und reibungslos funktioniert, sehen wir jetzt, wenn unser Steffen kommt. Der müsste leiern können. Ja, hier ist unser Bad mit jetzt hoffentlich einem funktionsfähigen Kran. Und hier ist unser armer Kleiner, der schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Freust dich? Ja. Yeah. Schweres Abgleit. Natürlich. Und der Bad kippt auf die Seite. 100%ig. Schiebst du die Seite? Oh Gott. Falls immer was Schweres bricht und wegschiebt. Ja, da bleibt dann gleich wahrscheinlich hängen da unten. Schön auf dem Baumstamm, klasse. Einmal drin gehorkelt. Wo ist das Problem, Jungs? Ja, kein Problem. Ja. Was ist schwach? Was ist schwach? Steffen, gib alles. Jetzt kannst du was aber klar. Wir dürfen ja nicht so viel zerstören, weil der ist schon so kaputt, ja? Ja. Das ist scheiße. Ich jetzt an die Bereise, weil das alles ab hier. Du musst nur hier vorne lang gehen. Hier, eine halbe Minute, sonst stabilt sie hier. Das wird schwer. Oh, warte! Das ist doch schwer aus! Ein Kind! Und die Bedienung? Wie lässt es sich machen? Gut? Aufregend. Aufregend, ja! Und weg ist er wieder.
Steffi, das Kuriose ist, dass es auch irgendwie immer klappt, ja? Na warte, das steht noch nicht. Aber gute Arbeit, Jungs. Sehr gut. Da hat sich die Bad richtig eingegraben. Ja, Mathilda, ja? Schöne Gerät, schöne Gerät. Neue Pläne im Kopf, wir können den ganzen Hof umgestalten. Mit. Ja, das ist dahinter Tonnen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Gut, ein Tod muss nur sterben. Unser Wilhelm hat das zweite Mal nicht geschafft. Aber wenn er sehen wird, ob er wieder aufersteht, dann auf jeden Fall liken und uns folgen nicht vergessen. Genau. Bis zum nächsten Mal.